Hallihallo, willkommen zurück bei Deponia Doomsday. Hier hatten wir schon allerlei Spaß mit den Leuten, die hier arbeiten und vor allen Dingen mit den Erdnüssen, die fand ich besonders stark. und hinten haben wir noch ein Klo, wo ich mich noch nicht mit beschäftigt habe. Wer braucht denn da so lange? Schauen wir doch einfach mal nach. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetzt mich nicht! Ich leide an einer schweren Zeitverstopfung. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporaldiarrhoe? Nein, die habe ich hinter mir. Aber woher zum Kehricht? Ja, da schaust du was. Ich habe deine Stimme erkannt. Du bist der Zeitscheißer. Der Temporal-Klo-Tourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums mit seiner Kacke zu verstopfen. Endzeitmensch? Bist du das? Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses prima Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Cletus' Koffer. Ich erinnere mich daran. Aber das war doch mein anderes Abenteuer. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Oh, wem sagst du das? Oh, eben ist noch alles geflossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Genau. Aber ich kriege das schon wieder zum Laufen. Oh, das wäre toll. Stimmt ja, wir haben ihm ja Geld gegeben als Klopapier. Das heißt, wenn wir ihm jetzt... Ja, wie wär's denn damit? Das bringt wahrscheinlich nichts, ne? Ich verstehe nicht, wie mir das bei meiner Mission helfen soll. Das geht mir genauso. Deswegen versuche ich es einfach mit allem und jedem zu benutzen. Aha. Genau. Ja, okay, dann brauchen wir was, damit sich bei ihm die Verstopfung löst. Und dann kriegen wir vielleicht ein bisschen Geld hier. Das wäre doch nicht schlecht. So. Dann wollen wir doch mal weiter gucken, was wir hier noch alles so erledigen können. Zwei Pfeile haben wir hier noch. Und wir gehen erstmal hier lang. Ist eigentlich völlig egal. Oh. Schrottkarben, Bauarbeiter. Aha, aha, aha. Ach so, ja, richtig. Die bohren hier ja nach der Zukunft. Ich erinnere mich. So, weiter geht's hier soweit erstmal nicht. Aber hier gibt's noch zwei schräge Vögel, mit denen wir uns unterhalten können. Huhu. Ich hätte da mal eine Frage. Fass dich kurz. Ich muss arbeiten. Der Durchbruch in die Zukunft steht kurz bevor. Ich kann sie schon riechen. Entschuldigung, das ist die Aufregung. Was genau macht ihr hier? Wir vermuten eine sogenannte Zukunft im Sediment unterhalb der Stadt. Darum haben wir angefangen, das Fundament auszuhöhlen. Habt ihr keine Angst, dass die Stadt dadurch irgendwie, weiß auch nicht, abrutschen könnte? Die Chancen wiegen die Risiken allemal auf. Diese fantasielosen Hinterwäldler da oben wissen ja gar nicht, was für ein Rohjuwel sich direkt unter ihren Füßen befindet. Sie sehen nichts weiter als einen Sockel, der die Statik ihrer Wohnungen garantiert. Ich sehe Straßencafés, moderne Büroflächen und erschwingliche Loftwohnungen für modebewusste Besserverdiener. Wie zum Beispiel Architekten von Portalbauämtern. Ganz genau. Ah ja, verstehe. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch da mit der Zukunft zu tun haben soll. Dabei ist es doch so einfach. Wir wollen ein solventes Publikum anlocken. Zeitreisende, die eben nicht von gestern sind. Ein Portal in die Zukunft würde Paradox City zurück auf die Landkarte bringen. Das Stichwort lautet: ständiges Wachstum durch Erschließung der Zwischenzeiten. Und wir schaffen dafür die Anreize. Du spuckst beim Reden. So, so. Ich muss nach Kuwak, einen Tag vorm Ende der Zeit. Moment. Kuwak? Tja, Pech im Unglück. Wir haben zwar ein Portal nach Kuwak,
Aber das ist auf dem Grundstück der alten Einsiedlerin. Es ist also noch nicht an das Zeitreiseverkehrsnetz angeschlossen. Wir kämpfen schon seit Ewigkeiten für das Wegerecht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich die Portale wieder geschlossen haben. Das sollte man als Chance begreifen. Es beweist einmal mehr, wie wichtig der Anschluss von Paradox City an die Zukunft ist. Ich sehe bereits die Kampagne vor mir. Der einzige Weg zurück führt nach vorn. Besser noch, zurück durch die Zukunft. Aber das ist doch alles nur Geschwafel. Der Grund für die fehlende Zukunft liegt in der Vergangenheit. Happalapap. Heute war gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Ach, du ahnst es nicht. Oh Mann, also so langsam wird das echt kompliziert hier mit den verschiedenen Zeitstrahlen und so, ne? Ich muss wirklich dringend nach Kuvak. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gründe für das Fehlen der Zukunft dort und nur dort zu beheben sind. Papalapap. Heute war gestern. Die Zukunft gehört denen, das hast du schon gesagt. Okay. Jetzt die Frage, kriegen wir die Portale wieder auf oder müssen wir die Zeitmaschine klauen? Ich glaube ja eher, dass wir die Zeitmaschine klauen müssen. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Das wäre ja furchtbar. Es stimmt wohl, was die Leute sagen. Klappern gehört zum Handwerk. Es ist offensichtlich, dass er keine Ahnung von der Zukunft hat. Sonst würde er bestimmt andere Klamotten tragen. Was liest du da? Das ist die zukünftige Ausgabe von Hetz. Was sonst? Und? Sind Helme wieder im Kommen? Leider nicht. In der Zukunft werden alle handwerklichen Arbeiten von Maschinen verrichtet. Das wäre ja super. Da müsste niemand mehr arbeiten. Ich auch nicht. Was denkst du, warum ich mich hier so ins Zeug lege? Sicher nicht für das Geld. Der Job ist so schlecht bezahlt, dass ich noch einen zweiten brauche, um über die Runden zu kommen. Und was ist dein zweiter Job? Ich schreibe Fake-Rezensionen für ein werbefinanziertes Bewertungsportal, das kostenlose Vergleichsportale zum Erwerb von Baumaschinen vergleicht. Ach, wenn es doch endlich Maschinen gäbe, die uns all diese wichtigen Aufgaben abnehmen könnten. So. Okay, also eine Ausgabe Hetz. Habe ich jetzt, glaube ich, auch nichts. Ich könnte natürlich schon wieder rumprobieren hier, ob der vielleicht irgendwas brauchen könnte, aber... Ich will damit nicht so rum. Wenn dieser Firlefanz in dem Bohrer gerät, hast du die längste Zeit mal Firlefanz gehabt? Okay, was ins Bohrloch schmeißen? Da können die lange bohren. Was passiert denn, wenn ich hier so eine Steinskulptur ins Bohrloch schmeiße? Geht das? Die Welt ist noch nicht bereit für dieses Kunstwerk. Aber in der Zukunft werden sie es sicher zu schätzen wissen. Hey! Boing! Oh. Wie ist das jetzt zu erklären? Es ist vollbracht. Na, vollbrungen, gewissermaßen. Vollbrungen, genau. Oh, und die Sirene, genau. Das könnte doch vielleicht, wie hieß er, Unk? Unk? Vielleicht kann Unk das ja gebrauchen. Mal sehen. Oh je, Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Ah. Das heißt wohl, wir müssen eine Zwangspause einlegen. Nein, heißt es nicht. Man kann die Zukunft nicht warten lassen. Wieso? Wo soll sie schon groß hin? Okay. Ach, hier läuft jetzt... jetzt läuft hier schon wieder eine Zeit ab. Aber wofür? Wofür läuft die Zeit ab? Hier nicht? Da nicht? Hier im Diner ist auch alles wie gehabt. Was für eine Zeit läuft denn jetzt hier ab? Wahrscheinlich fehlt dafür noch irgendwas. Ja, irgendwas fehlt noch. Ich weiß nur noch nicht genau was. Okay, ich möchte jetzt hier nochmal Unk, zu Unk. Hier Unk, bitte sehr. Rufus bringen Stein. Interessant. Na? Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Ich habe mindestens 2 Klienten, die für so einen Klunker viel Geld bezahlen würden. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampe. Recht so. Quid pro quo.
Ja, was haben wir jetzt genau bekommen? Ah, wie praktisch, ein Abführmittel. Das ist ja praktisch. Hier, damit geht's bestimmt gleich besser. Oh, das ist ja genau das Richtige. Oh, oh. Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Tschüss. Puh. Damit bekommt der Begriff Schmiergeld plötzlich eine ganz neue Bedeutung. So, jetzt hätte ich doch aber gerne mal Milch und Toast, Hallo, bitte. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Einmal Toast und Milch, bitte. Kommt sofort. Hier, Juhu. Der Rest ist Trinkgeld. Ich hasse diesen Job. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Toast und Milch. Da können wir dann ein Erdnussbutter-Sandwich draus machen. Ich weiß aber auch noch nicht, also wenn sich die Erdnüsse hier mal dazu bewegen lassen. Ich weiß noch nicht, wofür wir es dringend brauchen können. Aber gut, wird sich hoffentlich noch klären. Hier waren wir noch nicht. Aha. Aha. Oh. Ah, Rippchen. Fjulok-Rippchen. Lecker, lecker, lecker. Das erkenne ich doch auch direkt. Was können wir denn hier machen? Ah, hier ist der Hebel. Ausguck und Tonnen. Ich gehe erstmal hier. Was sind das für Tonnen? Erstmal da hier. Verfahren wir das Saatgut, damit es nicht verdirbt. Und damit die Wombats nicht rankommen. Die Viecher werden immer lästiger. Fast schon schlimmer als die Fjuloks. Immer häufiger erwische ich sie dabei, wie sie sich an den Tonnen zu schaffen machen. Darum behalte ich jetzt immer beide Seiten im Auge. Meine Frau sagt, ich habe schon zu schielen angefangen. Gut, dass es im Fjulok-Gebiet gerade so ruhig ist. Für einen Zwei-Fronten-Krieg wären wir nicht gerüstet. Okay. Was sind das für Tonnen? Hey, Finger weg! Da verfahren wir das Saatgut, damit es nicht verdirbt. Und damit die Wombats nicht rankommen. Die Viecher werden immer lästiger. Fast schon schlimmer als die Fjuloks. Immer häufiger erwische ich sie dabei, wie sie sich an den Tonnen zu schaffen machen. Darum behalte ich jetzt immer beide Seiten im Auge. Okay, meine okay, Frau okay, sagt, okay. Ich habe schon ja, das hatten wir alles schon. Was passiert denn? In Richtung Zukunft. das finde ich auch gut. Was passiert, wenn ich jetzt hier die Sirene auslöse? Ist der Typ dann abgelenkt und ich darf mir ein bisschen Saatgut schnappen? Oh je. Fjulok, alle. Zum Komisch. Ich sehe gar nichts. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. Er hat sich was? Die Abwechslung redlich verdient. Was soll das denn heißen? Kann ich da was reinkippen? Nur ich mal sollte so? Meine Sachen lieber noch nicht in die Tonne kloppen. Sie sind integraler Bestandteil meines Plans. Okay, theoretisch kann das funktionieren. Rein praktisch noch nicht. Aus irgendeinem Grund. Nichts. Wahrscheinlich falscher Alarm. Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist eine Hauptzutat, um Butter zu stampfen. Zu schade, ja. Dass der Butterstampfer kaputt ist. Was heißt denn kaputt? Da hat aber jemand mal ordentlich zugebuttert. Ist das in der Zukunft vielleicht wieder heile? Ich meine, das hat ja mit den Steinen auch so gut geklappt. Ich Bevor glaube ich zwar nicht dran. Greife, sollte ich erstmal die anderen Optionen prüfen. Abwarten, ob es von alleine wieder besser wird zum Beispiel. Oder meinen Zahnarzt verklagen. Ja, okay. Ich weiß auch noch nicht, wofür ich Butter brauchen könnte, ehrlich gesagt. Also, was passiert denn? Kann ich ja einfach den Hebel betätigen und dann rübergehen? Das mag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fjulok-Rudel zerfetzt werden? Naja, ich dachte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nicht denken, Soldat. Hier draußen herrscht Krieg. Und im Krieg gibt es nur Verlierer.
Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Gut, ich probiere nochmal die Sirene. Vielleicht kann ich dann den Hebel drücken. Wäre ja auch noch eine Überlegung wert. Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Na? Wag es ja nicht. Oder möchtest du unbedingt von einem Fjulok-Rudel zerfetzt werden? Okay, das auch nicht. Der ist jetzt hier auch nicht besonders milde gestimmt. Holzbürste. Haben wir denn jetzt alles gesehen eigentlich? Oder habe ich noch irgendwo einen Weg vergessen? Hier war ich, da war ich, hier bei den Zeitmaschinen war ich auch. Hier habe ich soweit auch erstmal alles gesehen. Irgendwie müssen wir dann da noch rum, das wird was mit der Sirene zu tun haben. Ansonsten, hier war ich drin, hier habe ich auch alles gesehen. Reden wir nochmal mit McChronicle, der taucht ja immer so als merkwürdige Vision auf, wenn ich mit Rocco rede. Kann ich mit dem noch irgendwas besprechen vielleicht? Denk nach, womit könnte man deinen Opa noch ablenken? Socken vielleicht? Ach, herrje. Denk nach, womit könnte man deinen Opa noch ablenken? Socken vielleicht? Ach, herrje. Wie wär's mit einem Glas Milch für dich? Hast du Durst? Nein, mein Magen ist noch immer etwas flau. Dir wird schlecht vom Zeitreisen? Das solltest du den Geschichtsschreibern aber lieber verschweigen. Ich glaube eh nicht, dass die noch mit uns sprechen. Immerhin haben wir sie arbeitslos gemacht. Ich meine, 5 unterschiedliche Tierbisse in einer halben Stunde. Hallo? Respekt? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Und? Können wir dann los? Jetzt nicht, Rufus. Ich erfahre hier gerade die unglaublichsten Dinge. Es ist wahr. Einfach alles. Die dunkle Seite, den Yeti. All das gibt es. Ja, erzählst du von unseren Abenteuern? Ja. Euer Auftauchen ruft eine Menge Erinnerung. Ja, okay, das hatten wir alle schon. Hast du immer noch diese Angewohnheit, alles mitzunehmen, was nicht festgeschraubt ist? Oh ja. Vor allem habe ich immer noch diese Angewohnheit, meinen Schraubenzieher zu vergessen. Jetzt nicht, Rufus. Hast du immer noch diese Angewohnheit? Ja. Das Butterfass müssten wir reparieren. Was wolltest du noch mal haben? Du brauchst es doch auch irgendwas. Du kannst mich also mitnehmen? Jederzeit. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Aber ich kann nichts verändern. Leider nein. Könnte ich denn etwas mitnehmen? Nur, wenn es den Lauf der Dinge nicht verändert. Tja, eine Portalkarte. Und genaue Koordinaten, tja. Eine Bürste. Willst du vielleicht was essen? Dann wüsste ich zumindest schon mal, für wen ich das Erdnussbutter-Sandwich basteln muss. Fuchtel damit nicht so rum. Wenn diese Firlefanz in dem Bohrer gerät, hast du die längste Zeit mal Firlefanz gehabt. Ja, okay. Was trinken vielleicht? Fuchtel damit nicht. Ja, ist ja gut. Du hast da irgendeine Karte, irgendwelche Pläne, aber das wird auch nicht... Das wird nicht das Richtige sein. Ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Jo. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten.
Okay. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Ja, und das wäre furchtbar. Naja, gut. Okay. Ja, dann sind wir jetzt hier wieder an der Stelle, wo wir ein bisschen rumprobieren müssen. Ich habe noch keine große Idee, wie es weitergeht, aber das werden wir schon gemeinsam rausfinden. Da bin ich relativ sicher. Wir kümmern uns darum dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wieder alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß an dem Spiel wie ich. Ich finde es wirklich großartig. Ich bin ja auch ständig am Lachen, das hört man ja. ich hoffe, euch geht das ähnlich. Aber wahrscheinlich schon, sonst wärt ihr wahrscheinlich gar nicht jetzt hier an dieser Stelle, an diesem Video angekommen. Wie dem auch sei, nochmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!